Okay, fuck. Wir haben eine Prämie bekommen. 43 Skalpellflügel. Nicht so der Fan von den Skalpell-Dingern, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Venus, Ishtar Senke, Ziel enthüllt. Die Wildnis der Venus verschlingt die Unvorbereiteten, sammle deine Kraft, um den Ruf der Fremden zu folgen. Empfohlenes Level ist 10 bis 12, das ist cool. So, wir haben noch ein Upgrade zur Verfügung. Ganz schnell checken. Das haben wir hier in den Handschuhen, aber wir haben ein kondiertes Engramm, das sollten wir mal checken. 35, 43, das ist ein No-Brainer, wird natürlich sofort angelegt. Was Neues in den Schüchen? Nope. Muss meine 7 Stärke haben. Genau das ist das. Keine Stärke drauf. Und ich finde, Verteidigung ist definitiv wichtig. Ich kann aber auch so überleben. Und aktueller Effekt ist 57%. Das heißt, die Abgezeit von Energieentzug kann ich häufiger einsetzen. Dadurch kann ich meine Granate auch häufiger einsetzen, was nicht schlecht ist. So, so, so. Das heißt, wir gehen erstmal zum Turm. Und bevor wir das machen, checken wir mal kurz das Upgrade. Haben wir... Automatikgewehr Nachlader erhöht das Ladetempo. Sauber. Kaufe ich mir direkt. Rein, tschüss, zack. Ab zum Turm. Venus entdeckt. Ich bin zufrieden. Moment, was soll ich eigentlich auf dem Turm? Okay. Planänderung. Ich muss nicht zum Turm. Doch, entkodieren. Das Engramm entkodieren. Entkoden. Boah, die Turmladezeit, ne? Oh mein Gott. What the hell? Das ist aber ungewöhnlich lange. Mal ohne Mist. Hier sind wir auch schon. Nett, nett, nett. Ich finde es immer nett, dass da sofort angezeigt wird. Ja, zu dem musst du hin. Geh mal sprechen. Pass auf dich auf. Und es handelt sich um einen ziemlich lustigen Handschuh, so wie ich das sehe. Wow, 39 Disziplin. Da kann ich auch auf 18 Stärke verzichten. Disziplin war was? Disziplin verringert die Abgezeit deiner Granaten. Hell yeah. Denn meine Splittergranate ist ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Aber erst Level 11 ist ein 9. Naja. Das war es mir trotzdem allemal wert. Ich würde sagen, wir schließen den Mond erstmal ab, soweit wir es können. Dann auch auf zur Venus. Mondimond, Mondimondimond. Das dürfte die letzte Mission soweit sein. Ansonsten haben wir nur die großen Patrouillenmissionen, wo wir einfach so lustig hin können. Dann mal los. Hier, das ist von einem alten Warlock namens Osiris. Alle Enten kriechen aus derselben Grube, erheben sich aus der Kluft und verschlingen Materie, Licht und Leben. Unaufhaltsam, doch zu bremsen. Die Schreine von Oryx müssen zerstört werden.
Ja, die müssen nicht nur zerstört werden, die müssen auch heftig komplett zugebombt werden und komplett zugeschüttet und dass da nie irgendwas Böses wieder draus entstehen kann. Die Fallen. Sie greifen den Höllenschlund an. Ja, dann sollen sie es tun, ich halte mich da raus. Jetzt haben sie mich gesehen und gegen mich gewendet. Ich brauche eure Erfahrung, sorry, ihr gebt mir so viel davon. Karabanga! Boah. Oh, wen haben wir denn? Da! So lobe ich mir das. Balla, balla, balla! Kacke, wie viel Schaden! Ohne Mist, wenn ihr überhaupt mal einen Tipp habt, was ich mit meinem Glimmer anfangen soll, dann immer raus damit. Denn ich würde mir jetzt ganz spontan Munition mal mitnehmen. Denn ich hätte wirklich gerne viel mehr Spezialmunition. Wobei das meiste finde ich ja eigentlich hier, nur reicht es nicht immer ganz. Kann ich nicht mehr aufnehmen? Ne, ist die schwere Munition. KK. Moment, kann ich nachladen? Jo, zwei Schüsse, nice. Da geht die hin. Sehr geil. Boah, hier im Nahkampf ziehe ich grundsätzlich den kürzeren. Ich bin halt kein Titan. Da könnte ich wahrscheinlich eine Blase um mich machen und irgendwie alle zermetzeln. Selbst Hexen im Dauerfeuer. Not a chance. Sackgesicht, ey. Die Chance, dass der mich trifft, ist relativ hoch. Sag ich ja. Meine Güte. Aber immer noch zu blöd, den Job zu finishen. Das ist doch Wahnsinn, ist das. Was denn hier für eine Ursuppe? Schalte den Baron aus. Schalte erstmal euch aus. Haha, schön. Das sind solche Arschlöcher. Ja. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen selbst getötet. Aber die Viecher, die kotzen mich so an, wenn die mir hinterher rennen. Keine gute Idee. Hi! Eine Tarnung wohl auch nichts gebracht, hä? Direkt hier um die Ecke irgendwo. Oh, da ist der. Warum schieße ich eigentlich damit? Was willst du? Oh, wow. Granate und Shotgun? Oh, ja. Yeah. Wo ist er? Lauf doch nicht da hoch! Ja, bevor sich dein dämliches Schild regeneriert. Glimmer, glimmer. Erwischt. Ein Baron weniger, der Probleme macht. Und jetzt zu diesem Schrein. Bin ich sowas von dabei? Diese Tunnel sind Kilometer lang. Die können wir nicht alle erkunden. Dann scannen die Umgebung. Oder wir folgen dem Gebrüll. Ist das nicht geil?
Ich will gar nicht wissen, was die da unten alles haben. Irgendwelche in Ketten gelegte Hypermonster. Raschelt nämlich schon so geil. Ah, die werden aber auch ein bisschen größer mittlerweile, die Standardgegner. Oder habe ich nur so das Gefühl? Hier waren wir doch sogar schon mal. Ja klar. Dammit! Nur lass mich mal eben kurz gucken, was ich hier so hab. Wir haben nämlich ein Upgrade. Rodeo reduziert die Heftigkeit des Rückstoßes dieser Waffe. Ja, damit. Irgendwas hier runter. Um eine Ecke. Wow, da geht mir was ziemlich Fieses. Diese Gefallenen sind genauso verrückt wie wir. Genau so? Ich denke, wir sind verrückter. Worauf schießen die zum Teufel? Ja, direkt das Schild hochmachen, ne? Der Ritter ist nicht... Ich wäre fast runtergefallen. Der heftigste Gegner, also den könnten wir so schlagen. Ohne Super. Tja, das hätte schon ein Schild beschnutscht, hä? Da ist er! Muss schon sagen, hä? Wieder ein Engramm gefunden. Jetzt muss ich gleich wieder zum Turm. Ich glaube, ich kaufe mir Engramme bald. Aber ich glaube, es gibt spezielle Engramme. Es gibt eins für Waffen, es gibt eins für Handschuhe, es gibt eins dafür. Wir gehen gleich mal zum Turm und gucken mal, wofür wir das ganze Glimmerzeug einsetzen können. So, das sieht vielversprechend aus. Tja, habt ihr gesehen? Überraschungsmoment! Verkackt! Ich werde die Frechheit nicht zu verrecken. Handattacker! Wenigstens ziehen die sich zurück. Oh, Hexe. Nice. Absolut genial. Geht so schnell. Ich vertraue der Sache nicht. Nichts, okay. Oh, das hat was Alien-mäßiges an sich. Da ist der Schrein. Finde einen Weg hindurch. Aber immer. Boah, alle drei. Ich liebe diese Granate. Ohne Mist. Wobei ich eigentlich komplett meine ganzen Clusterteile, die da halt abfliegen, mir für richtig, richtig starke Gegner aufheben möchte. Aber wenn ich bald Disziplin ohne Ende habe, ist das eigentlich kaum ein Problem. Schops. Oh Gott, da ist ein richtig dickes Viech da hinten. 100 Pro.
Oh ja, da turnt ein Ogre rum. Ja, Ogre, da guckst du, hä? Und der Ogre ist Geschichte. Boah, hier sind so viele Akolyten. Die gilt es wirklich erstmal alle zu killen. Meine Güte. Schauen wir mal, was dahinter ist.